Und das ist das Corpus Delicti, eine marode Brücke über den Mäderbach direkt neben dem Siedlungsgebiet von Martalen. Das Geländer ist zwar noch ume, sein Zweck erfüllt es aber offensichtlich schon länger nicht mehr. Das AWL ist bei einer Routinekontrolle auf das veraltete Bauwerk aufmerksam worden. Im Rahmen des normalen Unterhalts des Mäderbach haben wir mal festgestellt, dass die Brücke im schlechten Zustand ist und dass die saniert werden sollte. Auf das haben wir versucht, den Eigentümer zu eruieren und haben festgestellt, dass es eigentlich gar keine Unterlagen gibt zu dieser Brücke. Und weil auch bei der Gemeinde Martalen niemand kann Auskunft zu der Brücke geben, hat das AWL im Gemeindeblatt einen Aufruf nach dem Inhaber des Bauwerks gestartet. Der ehemalige Gemeindepräsident von Martalen erinnert sich aber daran, dass die Brücke in den 80er Jahren noch genutzt worden ist. Ein Telefon an Ortshistoriker schafft ein bisschen Klarheit. Die Brücke ist wahrscheinlich für die Bewirtschaftung der angrenzenden Wiese gebraucht worden. Weil die Wiese, die ist für den Obermüller, also für den Besitzer von der Oberen Mühle, ist die sehr interessant gewesen. Hat auch bestimmt schon lange zu der Oberen Mühle gehört, weil er konnte über das Wasserrecht, das er hat an dem Kanal, und entsprechend auch über das Land, das dran gelegen ist, hat er können verfügen. Schriftliche Unterlagen dazu, wer die Brücke wirklich gebaut hat, kann aber auch der Karl Grieser nicht liefern. Das gäbe es aber noch etwa bei solchen Bauwerken, wie der Wolfgang Bolak erklärt. Das ist jetzt eine Brücke, die recht alt schon ist. Die dürfte aus der Mitte des letzten Jahrhunderts sein. Und bei so alten Bauwerken kommt es manchmal vor, dass man keine schriftlichen Unterlagen mehr dazu findet. Eine Brücke also, die etwa in den 1950er Jahren gebaut worden ist. Der Karl Grieser ist stutzig und fragt nochmal beim Lokalhistoriker nach. Das ist nicht möglich. Da ist das AWL wahrscheinlich um 100 Jahre verjährt. Weil die Brücke die muss im 19. Jahrhundert, also zwischen 1850 und 1880, gebaut worden sein. Weil wir sind ja unterdessen auch schon über 70 und wüssten das eigentlich noch, wenn die Brücke dann gebaut worden wäre. Aber das ist nicht so. Das ist natürlich früher gebaut worden. Wenn sie also gebaut worden ist, bleibt weiterhin unklar. Klar ist nur, dass sie im Verlauf des Frühling abgebrochen wird, wenn sich der Inhaber bis Ende Januar nicht meldet. Laut dem AWL sei es einfach zu gefährlich und werde nicht mehr gebraucht.